Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zum Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. Und ich glaube, das war ein Fehler. Wir sind auf dem Weg, David zu zerstören. Fuck, safe. Come on, heilen. Fuck. Okay, wo sind die anderen? Verbindung zum Hochland hier.
the fuck is happening? I'm confused as fuck. Was ist das hier für eine Scheiße? Geh mal auf den Boden jetzt mal! Macht's auch nicht besser. Nein, nein. Deine Scheiße, Mann. Digga, Upload ist fast fertig, oder was? Den Upload ist fast fertig, Mann. Das eins. Zwei. Muss da hinlaufen, Digga. Ich ist auf der falschen Seite, die scheiß Kugel. Fuck, nochmal! What the fuck? Boah, ich töte ihn sicher, das ist so eine Mistmarde. Ich meine sicher platt. Ich habe keinerlei Sympathy für ihn. David, it's time to die. Warten Sie! Commander! Time to die.
Ich bitte Sie, überstürzen Sie nicht. Sie haben gesagt, David hätte sich freiwillig gemeldet. Weil ich musste. Hätte ich die Wahrheit gesagt, hätten Sie mich ausgeschaltet und nicht ihn. Normal. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Ich habe seine Erinnerungen gesehen. Er hat sie angefleht, es nicht zu tun. Ich war verzweifelt. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Und wie viele sind für dieses Projekt bereits gestorben? Zu viele Seelen, als dass ich dafür Vergebung finden könnte. Die quatschen. Ich werde mich nicht für meine Ideen entschuldigen. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Hey, wake up. Sehen Sie ihn an. Ihr Bruder wird nie mehr so sein wie vorher. Vielleicht ist es ja kein bleibender Schaden. Vielleicht bekommt er wieder Kontrolle über seinen Verstand. Cerberus wird ihn nie in Ruhe lassen. Ihr Bruder wird immer eine Laborratte bleiben. Aber eine Laborratte, um die man sich gut kümmert. Zumindest wird er am Leben sein. Sie opfern also für Ihren eigenen Ehrgeiz das Glück Ihres Bruders? Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Ruhe. Bitte mach deine Schaumwerk. David kam mit mir. Oder das Projekt braucht ihn. Nein, er kommt mit mir! Ich habe genug von ihren Grausamkeiten gesehen, um zu erkennen, dass er hier nie davon frei sein wird. Ich nehme ihn mit. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe! Er ist zu wertvoll! Wenn Sie auch nur daran denken, Ihren Bruder zu holen, wartet eine Kugel auf Sie. Und dann werden wir sehen, wer hier wertvoll ist. Wohin bringen Sie ihn? Zur Grissom Academy. Dort wird besonderen Fällen wie David geholfen. Und zwar ohne Folter. Joker, nehmen Sie Kontakt mit der Akademie auf und sagen Sie, wir hätten hier jemanden, der Ihre Hilfe braucht. Zu Befehl, Commander. Der Unbekannte soll mich ruhig feuern, wenn ihm das nicht passt. 14 aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. 14 aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. 14 aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Ja, wir haben wieder was Gutes getan. Shit. Aber wey, das war eine geile Mission, muss ich sagen. Das war wirklich eine sehr geile Mission. Okay, das heißt, wir haben es jetzt hier so mäßig geschafft, ja. Gut, wir gehen jetzt woanders hin wieder. Gucken wir mal, wo wir hinfliegen. Bonus Porn. Bei Pornos waren wir auf Eita, haben wir diesen Quest jetzt mäßig geschafft. Wo können wir hier hin? Ja, wir müssen zurück zu da, zu dem Treibstoffreserven bei 50%. Genau. Was vorbeigeflogen. Like a mouse. So, hier müssen wir den Shit wieder aufladen. Wir kaufen mal ein paar Sonden, Alter. Ja, okay. Und dann ab ins Massenportal. Und damit schießen wir uns Omega-Nebel, waren wir den Kogana, Feuergänger, MSV, Meister, die wir rekrutieren und so was. Color Cluster. Wir gehen
den Seth und so helfen. Aber ich will eigentlich oder Schmugglerfracht sicherstellen. Komm, wir gehen die Schmugglerfracht sicherstellen. Warum eigentlich nicht? Das ist aber ein großer Planet. Gefängnis Purgatory. Schmugglerfracht sicherstellen ist auf Frary. Okay, ja, dann fahren wir erstmal nach Frary. Der ist da oben. Of course. It's on top of the cock. So, das ist ein kleiner Planet. Das ist ein größerer Planet. Hier ist die Sonne. So, Schmugglerfracht sicherstellen. Sie sind im Scan starten. Wir müssen herausfinden. Ja, und was soll ich mit der Sonde machen? Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Ja, aber wir müssen doch hier das eine finden, oder nicht? Starte Sonde. Wir wissen, wo die Fracht ist. Oder finde ich die jetzt hier nicht? Ah, landen. Macht Sinn. Ich dachte, ich muss die irgendwie finden, die Pisser. Macht natürlich alles wieder Sinn. Schmugglerware, also werden da wahrscheinlich Menschen sein. Das heißt, wir nehmen die. Nehmen den. Yes. Drei Pünktchen. Ja, dann machen wir. Ah, nein. Jacob, kann die auch was lernen? Ich will eigentlich. Ist egal. Nicht so ein Schlamm. Oh, also doch keine Menschen. Das ist natürlich bitter. Aber okay. Schwere Mechs zerstören. Klasse. Fertig! Verstanden! Ja. Ärger voraus! So, machen wir den noch weg.
Kraft ist ganz schön fies, was? Verteidigungssysteme aktiv. Block mich nicht, du Schlampe, Mann! Meine Fresse, diese gefickten Bobs. Sind wir fertig? Ah, anscheinend. Ja, wir sind anscheinend fertig. Wir haben das jetzt geschafft. Das war eine wirklich sehr kurze Mission. War witzig. Wir haben die einfach mal weggesnackt. Die Pisse. 28 Kisten wurden gerettet. Wow. Wow. Wir sollten die retten. Ich vergaß. 8 Stück nur von 20. Das ist aber nicht so gut. Piu. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir irgendwas Neues, Wildes machen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.